Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik. Heute mit der Folge Asynchronmaschine. Dazu schauen wir uns zunächst einmal die Grundidee einer Asynchronmaschine an, nämlich wie bekommen wir eine kontaktlose Erregung hin. Wir schauen uns dann später, nachdem wir die Grundidee verstanden haben, die Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie an und lernen den Begriff Schlupf kennen. Dann folgt eine Folie zur Übersicht der Eigenschaften und zum Schluss ein paar wenige Bilder. Wir starten mit der Grundidee bei der Asynchronmaschine und überlegen, können wir den Erregerstrom nicht vielleicht kontaktlos auf den Rotor bringen? Können wir nicht das Drehfeld auch nutzen, um gleich den Erregerstrom zu induzieren? Muss es denn auch außerdem unbedingt Gleichstrom als Erregerstrom sein? Vielleicht tut es der induzierte Wechselstrom ja auch. Dazu schauen wir uns zunächst einmal genauer an, was passiert, wenn wir in unserem Drehfeld unseren Rotor drehen, aber die Drehzahlen vielleicht unterschiedlich sind. Nun, wir erinnern uns, in unserer Drehstrommaschine dreht sich das Magnetfeld gleichmäßig so, als wenn wir einen Dauermagneten praktisch gleichmäßig drehen würden. Und wenn wir dann unseren Rotor haben, den wir hier als Wicklung einmal darstellen, der sich vielleicht mit einer anderen Drehzahl dreht, ja, dann können wir uns Folgendes vorstellen. Wir setzen uns einmal auf diesen Dauermagneten und drehen uns mit dem Feld mit und betrachten dann einmal den Rotor und schauen, wie denn der Rotor sich relativ gesehen zu uns und dem Dauermagneten sich dreht. Das bedeutet also letzten Endes, stellen wir uns einmal vor, unser Dauermagnet, sprich unser Magnetfeld, dreht sich mal gerade nicht. Stattdessen dreht sich unter Umständen unser Rotor relativ dazu weg. Diese relative Drehzahl, also der Unterschied zwischen der Drehzahl vom Feld und vom Rotor, das nennen wir Schlupf. Und diese Drehzahl, die nennen wir Schlupfdrehzahl. Wie gesagt, definiert als Differenz zwischen der Drehzahl des Feldes und der tatsächlichen Drehzahl des Rotors. Gut, soweit so gut. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten und vielleicht auch mal Arbeitspunkte, die wir uns genauer anschauen. Wir fangen einmal an und stellen uns vor, die Maschine dreht, der Rotor dreht sich nicht. Das bedeutet, dass also unsere Rotordrehzahl 0 ist. Wenn wir uns also das Ganze dann vom drehenden Statorfeld aus anschauen, bedeutet das, relativ gesehen, dreht sich also unser Rotor mit einer sehr hohen Drehzahl. Das heißt, wir haben eine vergleichsweise hohe Frequenz und einen relativ hohen induzierten Strom, wenn eben die Leiterschleife fest steht und das Drehfeld drumherum geht, oder andersrum, wenn es scheinbar sich sehr schnell dreht. Wir können das Gegenteil uns einmal anschauen. Nehmen wir einmal an, der Rotor dreht sich genauso schnell wie das Magnetfeld. Dann bedeutet das, wenn wir also auf dem Dauermagneten sitzen, würde sich unsere Leiterschleife praktisch gar nicht drehen. Das würde bedeuten, wir hätten überhaupt keinen induzierten Strom in unserer Leiterschleife. Das heißt, grundsätzlich haben wir dann schon mal kein Drehmoment, was sich irgendwie erzeugen ließe. Und wenn wir jetzt irgendeine Drehzahl dazwischen nehmen, dann stellen wir fest, aha,
die Spannung, die im Rotor induziert wird, hat irgendwie eine niedrigere Frequenz als unsere Netzspannung, also irgendetwas dazwischen. Die Amplitude ist vielleicht auch nicht mehr so hoch. Und außerdem kann es noch sein, das ist hier nicht dargestellt, dass sich der Strom noch ein wenig in der Phasenlage verschiebt, weil wir nämlich hier noch den Widerstand des Rotors nicht mit berücksichtigt haben. Alles im Allen bedeutet das also, wir haben im Stillstand die größte Amplitude, aber auch die höchste Frequenz, die als Strom im Rotor erzeugt wird. Im Betrieb dazwischen irgendeine Frequenz und irgendeine Amplitude, die dann im Zweifelsfall weiterhin abnimmt. Und wenn der Rotor sich genauso schnell dreht wie das Magnetfeld, dann können wir kein Drehmoment erzeugen. Ja, dieses Grundprinzip habe ich jetzt hier auch mal dargestellt. Das heißt, grundsätzlich, wenn die Maschine als Motor läuft, dann dreht sich der Rotor immer langsamer als das Magnetfeld, der kann ja nicht hinterherkommen. Und wenn man sich jetzt einmal genau anschaut, wann fließt denn dieser induzierte Strom? Taucht der eigentlich was, um einen Drehmoment zu erzeugen? Denn das war ja eine der Fragen, die wir uns gestellt haben. Können wir das auch mit Wechselstrom statt Gleichstrom? Ja, dann stellen wir fest, hier in unserem Fall, ja, es ist so, in dem Moment, wenn die Spulenwicklung entsprechend zum Magnetfeld liegt, so dass es günstig ist, dann wird auch ein Drehmoment erzeugt. Allerdings ist dieses Drehmoment durchaus stark abhängig von der Drehzahl, denn die Amplitude des induzierten Stroms ändert sich, damit ändert sich das Drehmoment. Ich hatte erzählt, die Lage der Sinuskurve, also die Phasenlage, ändert sich. Das heißt, das trägt auch noch mit dazu bei, dass also das Drehmoment stark von der Drehzahl abhängig ist. Wie die Herleitung dazu genau verläuft, das überlasse ich Ihnen als interessierten Studenten oder Studentin, das einmal einschlägig im Internet zu recherchieren. Das würde jetzt zu lange dauern, das im Detail rauszukriegen. Grundsätzlich gilt auf jeden Fall, ja, wir können ein Drehmoment mit diesem induzierten Wechselstrom erzeugen, auch wenn es stark abhängig ist von der Drehzahl. Schauen wir uns einmal an, wie das Ganze aussieht. Und zwar, wenn man dann tatsächlich so etwas ausrechnet, kriegt man eine typische Kurve raus für den Zusammenhang zwischen Drehmoment und Drehzahl, die so als exemplarisch wie hier dargestellt ist, aussieht. Im Detail wandert dieses, man sieht also, mit zunehmender Drehzahl nimmt das Moment zu, hat ein gewisses Maximum, dann nimmt es relativ bei wenig Drehzahländerungen sehr stark ab und wird zu Null, nämlich genau dann, wenn sich die Maschine genauso schnell dreht wie das Drehfeld. Wenn wir jetzt die Drehzahl weiter erhöhen, dann können wir das nur, indem wir von außen einen Moment aufbringen, die eben die Maschine noch schneller laufen lässt. Und das heißt, dann muss das Moment, wenn wir das erhöhen, nimmt die Drehzahl erstmal nicht so sehr zu. Und ab einem bestimmten Maximum, dann nimmt sie doch sehr stark wieder zu, aber das Moment nimmt auch wieder ab. Wir hatten ja schon die Schlupfdrehzahl kennengelernt, als praktisch die Drehzahl, die man sieht, wenn man auf dem sich drehenden Statorfeld drauf säße. Daraus ergibt sich die Definition des sogenannten Schlupf, auf Englisch Slip. Wird mit einem kleinen S abgekürzt, wen wundert es. Und das gibt praktisch die relative Drehzahl des Rotors gegenüber des Feldes an. Sie sehen hier, die Definition ist 1 minus Drehzahl des Rotors durch Drehzahl des Feldes. Das heißt, dieser Schlupf ist 0, wenn sich die Maschine genau mit so schnell dreht wie das magnetische Feld. Das wäre hier bei 1 der Fall, dann ist der Schlupf gleich 0. Und
Wenn der Schlupf positiv wird, heißt es, dass also der Rotor sich langsamer dreht, also irgendwie hinterherhinkt. Ja, diesen Drehmoment, Drehzahlkurve, die schauen wir uns noch ein klein wenig genauer an. Wir machen einmal hier den Cut oder eine Hilfslinie bei Schlupf gleich 0. Viele Motorfachleute, insbesondere die sich mit Asynchronmaschinen beschäftigen, benutzen den Schlupf anstelle der Rotordrehzahl. Das sollten Sie wissen, dass das häufig der Fall ist, dass häufig der Schlupf eben dafür verwendet wird. Ich habe jetzt hier tatsächlich das Diagramm Rotordrehzahl über Drehmoment dargestellt, weil wir das bei den anderen Maschinen auch schon kennengelernt haben. Ja, wenn wir uns jetzt hier oben im oberen rechten Quadranten bewegen, dann haben wir zunächst einmal Motorbetrieb, das heißt die Drehzahl und das Drehmoment sind beide positiv. Sobald wir jetzt hier den Punkt mit Schlupf gleich 0 überschreiten, dann, hatte ich ja schon gesagt, muss das Moment negativ werden. Das heißt, um die Maschine noch schneller drehen zu können, brauchen wir ein Drehmoment, was die Maschine schneller antreibt, in der falsch anderen Richtung. Das heißt, in diesem Bereich hier wirkt die Maschine als Generator. Wenn wir in den Bereich, in den oberen linken Bereich reinkommen, dann stellen wir fest, dass wir zwar eine negative Drehzahl bei positivem Drehmoment haben. Das könnte Generatorbetrieb sein. Rein praktisch ist es aber so, dass der Motor in diesem Fall als Bremse wirkt. Das heißt also, sehr starke Verluste erzeugt. Wie schon erwähnt, gibt es bei der Kurve ein maximales Moment, das also bei einer Drehzahl ist in der Nähe von der Rotordrehzahl, aber schon deutlich darunter, also unter der Felddrehzahl. Und bis dorthin steigt das Moment mit der Drehzahl an. Das ist ein Bereich, in dem sich die Maschine instabil verhält. Warum? Stellen Sie sich Folgendes vor. Wir sind in einem Betriebspunkt, beispielsweise in diesem hier, und aus irgendeinem Grunde, durch einen externen Schubs oder was auch immer, wird die Maschine ein kleines bisschen schneller. Das bedeutet, in dem Moment ist aber auch das Moment größer. Dieses größere Drehmoment sorgt dafür, dass der Motor nochmal mehr beschleunigt wird, denn es ist ja größer als das mechanische Moment, was auf der Welle abgenommen wird. Damit wird der Motor beschleunigt, wird noch schneller, das Drehmoment wird noch größer als das abgenommen wird und so schaukelt sich das Ganze auf, bis die Maschine den Punkt mit dem maximalen Moment überschreitet und dann in den Bereich kommt, in dem sie stabil arbeitet, denn hier ist die Kurve monoton fallend. Und jetzt haben wir auch schon gelernt, dass eben Drehmoment-Drehzahlkurven grundsätzlich monoton fallend sein müssen, damit der Betrieb des Motors stabil ist. Denn hier ist es so, sobald die Drehzahl aus irgendeinem Grunde ein klein wenig höher wird, wird das Moment geringer, das heißt, die Maschine wird wieder abgebremst und kommt so in den Ausgangspunkt, wo sie vorher war, zurück. Das heißt also, eine Asynchronmaschine als Motor können wir tatsächlich nur zwischen diesem maximalen Momentpunkt und dem Momentschlupf gleich 0 betreiben, also in diesem relativ schmalen Drehzahlbereich. Allerdings können wir sie durchaus anfahren lassen bei Drehzahl gleich 0. Das heißt, wenn wir die Maschine einschalten, wird sie diesen Bereich sehr schnell durchfahren und sich dann hier bei einer Drehzahl im stabilen Frequenzbereich einstellen. Ja, halten wir nochmal fest, die Eigenschaften einer Synchronmaschine. Das heißt, wir haben eine kontaktlose Erregung. Das macht die Maschine extrem attraktiv, denn das Design des Rotors ist denkbar einfach. Wir brauchen eben keine Kontakte, keine Extrawicklungen, um im Rotor den Erregerstrom zu erzeugen.
Dafür nehmen wir in Kauf, dass die Drehzahl vom Moment abhängig ist, aber wie wir eben gesehen haben, nicht allzu sehr. Durch das einfache Design des Rotors ist diese Maschine sehr preiswert, sehr verschleißarm und wartungsfrei. Die Asynchronmaschine ist praktisch das Arbeitspferd in der Industrie. Schauen wir uns mal so ein paar Bilder an. Hier sehen Sie ein Foto von einer elektronisch geregelten Asynchronmaschine, die bei uns unten in der Technischen Hochschule unten im Labor steht. Das Design des Rotors ist insofern sehr einfach, als dass wir im Grunde gar keine einzelnen Wicklungen mehr brauchen, denn da das Ganze sowieso sozusagen kurzgeschlossen ist, können wir den Rotor auch in Form beispielsweise eines solchen Käfigläufers konstruieren, bei dem dann einzelne Stäbe, die am Rande dann auf diese Ringen aufgebracht wird, praktisch die Wicklung erzeugen, sodass dann also jeweils meinetwegen der obere und der untere Stab hier zusammen eine Wicklung ergeben. Wenn sich der Motor ein wenig weiter dreht, dann sind es die nächsten beiden Stäbe, die dann wiederum eine Wicklung ergeben. Wenn man diese immer weiter aneinander bringt, dann kann man sogar einen mehr oder weniger massiven Rotor, einen massiven Läufer hinkriegen, wie das hier in dieser aufgeschnittenen Asynchronmaschine dargestellt ist. Wir sehen jetzt hier einmal die Statorwicklungen, die aufgeschnitten sind. Wir sehen den Läufer, mehr oder weniger als Massivläufer, in dem praktisch die induzierten Wirbelströme den Erregerstrom bilden und die Maschine zum Drehen bringen. Wir sehen in diesem Bild hier links noch den Lüfter, rechts die Antriebswelle und damit haben wir eigentlich schon die wesentlichen Komponenten dieser Maschine gesehen. Damit möchte ich zum Schluss kommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.